Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oh Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre nei secoli dei secoli. Preghiamo con il Salmo 40. Abbi pietà di me, Signore, e guarisci. Abbi pietà di me, Signore, e guarisci. Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura. Il Signore venirà su di me.
Aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe, und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Hände und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das ist das Evangelium des Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, es ist das Evangelium der Auferstehung, das weitergelesen wird in dieser Osterzeit. Und wir sind in Verspätung wie Thomas und treffen jetzt den auferstandenen Christus, wollen ihn kennenlernen und den Geist erfahren, den er auf seine Jünger sendet. Das ist Ostern. Ostern lässt uns nicht gefangen in der Angst sein, im Pessimismus und in der Faulheit, wie es bei den Jüngern war. Die Türen des Ortes waren verschlossen aus Furcht vor den Juden. Die Angst ist oft beherrschend im Leben. Wir haben Angst vor der Zukunft. Wir fühlen uns wenig sicher. Und man findet sogar Figuren, die eine Bedrohung gegen uns gegenüber darstellen sollten, angeblich. Das ist oft der Ausländer als gefährliche Figur. Und heute auch, der ist der Emigrant und Flüchtling, will das angeblich rauben, was uns gehört. So verschließt man die Türen. Verschlossene Türen, Mauern und macht Unterscheidungen, um sich etwas anders zu fühlen und beschützt zu fühlen und verschieden zu fühlen. Und es gibt auch Angst um sich selbst, Angst um die eigene Gesundheit, um die Gesundheit der eigenen Lieben. Und das ist sehr, sehr gerechtfertigt, diese Furcht. Wir sind alle schutzlos angesichts der Gebrechlichkeit des Körpers. Wir sind alle schutzlos
angesichts der Erfahrung der Krankheit. Heute beten wir wie jeden Monat einmal für die Kranken. Und wir empfehlen sie mit sehr großem Glauben und sehr großer Inständigkeit dem auferstandenen Herrn, dass seine Auferstehung nicht eine Welle des Guten sei, eine Welle des Lebens und des Heils für Körper, die von der Krankheit gezeichnet sind. Das möge ein Trost sein für die, die mit Sorge auf ihr Leben und Furcht auf ihr Leben schauen. Der auferstandene Herr zeigt sich und sagt, Friede sei mit euch. Der Friede, Shalom, bedeutet in der biblischen Bedeutung Frieden und auch Gesundheit, Heil, Wohl und Wohlergehen. Der Auferstehende schenkt den Frieden Menschen, die zu Recht und also im Sinn des Gefühls der Gebrechlichkeit um ihr Leben fürchten, nicht nur. Er schenkt ihnen auch und haucht sie an und schenkt ihnen den Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist, sagt er. In diesem Abschnitt ist es die Aussendung der Jünger für die Sendung, und der Geist, den der Herr sendet, ist auch mit der Heilung verbunden. Im Lukas-Evangelium liest man die ganze Menge, jeder versuchte ihn zu berühren, denn von ihm ging eine Kraft aus, die alle heilte. Auch von Jesus geht eine Kraft aus, die heilt. Der Geist ist die Kraft Jesu, des Auferstandenen, die heilt und macht gesund. Der Geist schenkt Frieden, diesen wahren und vollkommenen Frieden. In diesem Abschnitt des Evangeliums spricht man auch über den Unglauben von Thomas. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ich möchte nur unterstreichen, dass Jesus sich den Jüngern zeigt als Verwundeter und als Kranker. Jesus zeigt sich als Verwundeter und Kranker. Der Auferstandene ist ein verwundeter und kranker Mann. Er trägt an seinem Leib nicht nur die Wunden, sondern auch die Krankheiten und die Wunden der Menschheit. Er nimmt auf sich die Krankheiten aller. Er nimmt auf sich die Wunden des Bösen. Und doch hat doch das Leid auf sich genommen, sagt der Prophet. Er hat alle Leiden auf sich genommen, und durch seine Wunden sind wir geheilt, sagt Jesaja. Er hat sich unsere Krankheiten auf sich genommen, unser Leid auf sich genommen. So ist der leidende Gottesknecht und Auferstandene der, der uns aufrichtet und heilt. Und heute beten wir zu ihm, der auferstanden ist, dass er uns auferstehen lässt von der Krankheit, dass er unsere Schwestern und Brüder auferstehen lässt, dass er alle, die leiden, auferstehen lässt, dass er an die wir denken, auferstehen lässt. Wenn wir die Namen auf ein Blatt schreiben und an sie erinnern, das heißt, dass wir auch für sie beten, dass der Auferstandene, der den Jüngern erscheint und ihre Gebete erhört, auch unsere Gebete erhört. Sehr viel könnte man sagen über die Erfahrung von Thomas, dass man nicht mehr ungläubig ist, sondern gläubig ist. Es gibt einen Aspekt der Erfahrung des Apostels, der ungläubig ist. Den muss man aufmerksam anschauen. Er sagt, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Ja, sicher. Es wird das als ein Ausdruck des Unglaubens genommen, aber es ist auch die Bitte nach eine positive Bitte. Denn
Liebe Freunde, wer die Wunden berührt, wer das Leid berührt, die Wunden und den Schmerz des Bruders und der Schwester, des Armen und der Frau und des Mannes, die niemanden haben und keinen Trost erfahren, der wird den Glauben finden. Wer die Wunden des Kranken berührt, findet den Glauben. Mein Herr und mein Gott, sagt Thomas. Das ist also am Ende die Erfahrung der Freundschaft mit den Armen und mit dem Kranken, die der Trost für den Geflüchteten, des Verwundeten, des Lebens. Das ist eine Erfahrung, die deutlich spirituell ist und zur Begegnung mit dem Auferstandenen führt, der uns begegnet. Das ist eine Erfahrung des mit dem Verwundeten, das für die uns hineinführt in die Familie der Gläubigen. Eine Erfahrung des mit dem Verwundeten ist eine Initiation des Christentums. Man entdeckt, wie der Gebrechliche und Verwundete Kraft schenkt und Glauben schenkt. Also wenn man den Verwundeten und Kranken berührt, dann schafft das Kommunion und zwischen dem, der hilft und dem, der geholfen, dem geholfen wird. Die Mauer fällt ein zwischen dem Gesunden und Kranken und alle finden wir den guten Arzt unseres Lebens. Amen. Signore buono e misericordioso, che tutto può, presentiamo nella preghiera i nomi delle nostre sorelle e dei nostri fratelli malati e di tutti coloro che cercano la guarigione e la salvezza della loro vita.
Signore, medico buono delle nostre anime e dei nostri corpi, avvicinati a noi e a tutti quelli che sono malati e feriti. Tendi la tua mano, alita il tuo spirito, perché la tua salvezza copra la vita di ognuno, la renda sana, la rafforzi, la consoli per ora e per sempre. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Pace del Signore sia con tutti. Amen. E la pace che il Signore ci dona ce la scambiamo gli uni gli altri. Cristo è risorto.